Wir kommen heute noch zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ja, gleich zur Spielauswahl, damit ich weiß, welches Spiel meine Spielfähigkeiten fordert und auf was ich mich einstellen muss, damit ich möglichst erfolgreich bin. Mal sehen, wie abwechslungsreich das Ganze heute ist. Favers Elch Alchemie. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das klingt eher nach so einem Kombinationsspiel. Okay, es ist ein Strategiespiel. Dann hoffe ich mal, dass das ja wahrscheinlich recht klein ist und es hat 15 Steam-Errungenschaften. Ja, 80 MB. Also das ist ein Klacks, das dürfte ruckzuck installiert sein. Und dann mal schauen, was sich hier an Kombinationen oder an Aufgaben ergibt und wie sich das Ganze spielt. Auf jeden Fall endlich mal eine Abwechslung gegenüber den vielen, vielen MMOs. Aber ich habe ja auch eben eine ganze Reihe an Nicht-MMOs in der Liste. Das ist schon erstaunlich. Also mal sehen, wenn nach Folge 100, wie viele MMOs tatsächlich dabei waren. Weil so im Detail habe ich natürlich nicht den Überblick. Aber auf jeden Fall, das Spiel ist schon runtergeladen und ich starte es jetzt gleich. Und muss dann nur noch dafür sorgen, dass ihr etwas sehen könnt. So, The Fairy Society Contract. Wir sind bright and happy heart. Einstellungen. Music. Werde ich jetzt wieder abschalten. Ambient, mal gucken, nehme ich mal auf 25 runter. Voice-overs, schauen, genau, Fullscreen, Borderless, das ist auf jeden Fall gut. Das hat schon jetzt ganz gut gepasst. Und Massenvolumen natürlich auf voll und die nehme ich auch mal noch ein bisschen runter. Mal schauen, wie sich das tatsächlich dann spielt. Mal gucken, Gameplay. Ja, mal gucken, was da passiert. Also, was soll ich hier machen? Soll ich hier einfach nur meinen Namen eingeben? With a bright and happy heart, I herbi swear to use my power with souls and care as a guardian of first. Okay, ja. Also, ich soll meinen Namen eintragen. In sign of love. Believe in fairies, believe in wonder, believe in magic. Aber klar, they dance on the floors and sing of love. Na dann. Juhu, ich konnte meinen vollständigen Namen eingeben. Und Modes, Explore, Extras. Gibt es jetzt schon Extras? Profiles, Active, Play. Okay, da gibt es noch nichts Extras. So, dann Explore. Okay, das ist die erste. Goal. Erreiche 5000 Punkte, mindestens 5 Kombos. Wurde Item Count 5. Na gut, auf geht's. Und was soll. Ah, okay. Gut, also einfach nur die Kombinationen fallen lassen. Die verwandeln sich in. Gut, die Kullern verwandeln sich in Blätter, die Blätter verwandeln sich in Pyramiden. Und die Pyramiden, gut, also ich muss nur eine Dreierkombo machen, die werden zu einem solchen Kreuz. Ah, okay, das ist die Komboleiste, das heißt, das ist die Umwandlung, das heißt, ich muss mir das nicht mühsam merken, sondern ich kann einfach gucken, okay, wie sieht es denn aus? Gut, Pyramide, Pyramide und so weiter. So, dann hier, jawohl, wird auch umgewandelt. Dann hier wieder eine Pyramide draußen machen. Kann ich es drehen? Ja, ich kann es drehen, sehr schön. So, das heißt, da kriege ich jetzt die nächste Kombo. So, Kombostufe Nummer 4. Und ich soll 5000 Punkte machen? Das dauert ja noch ewig. Also ich vermute mal, dass je länger ich hier Kombos mache, ich hoffentlich irgendwie Bonuspunkte bekomme. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ziemlich aufwendig. Ja, wie kriege ich das jetzt hier am besten unter, damit aus der Pyramide, genau, Pyramide,
Stern und der Stern kommt nach unten. Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal, also mir gefallen solche Kombinationsspiele, vor allem wenn sie ein bisschen was abändern. Also sozusagen so eine Art, ist ja eine Tetris-Variante, gab es mal mit Farben, wo eigentlich immer Dreierkombinationen gemacht werden mussten. Aber das hier spielt sich dann auch jetzt gleich nochmal deutlich anders. So, jetzt habe ich hier die nächste und damit ist dann auch schon der nächste Baustein freigeschaltet. Wow. Mal gucken, was passiert, wenn die Leiste voll ist oder ob das dann sozusagen einfach nur das letzte Element war. Aber es wird schon langsam kompliziert, noch die entsprechenden Bereiche offen zu lassen, weil wo entsteht eigentlich das Blatt? Ah, okay, es ist jetzt links außen entstanden, da muss ich mal noch drauf achten, wo generell das Combo-Item entsteht. Möglichst links oder eher an einer Stelle, wo es gut erreichbar ist oder einfach zufällig. So, das wird jetzt zu einer Pyramide, was mir da natürlich wenig nutzt. So, da bekomme ich jetzt schon auch wieder ein nächstes Item. Ein Stern. Ah, okay, jetzt bin ich aber schon bei 3000 Punkten. Also je höher die Kombinationen gehen, desto größer sind auch meine Punkte. Also die 5000 sollten jetzt kein Problem mehr sein. So, da geht es zusammen. Gut, die 5000 sind gleich erreicht. Mal gucken, ob das Spiel dann endet. Oder ob es noch irgendetwas anderes dann sozusagen einfordert. Ansonsten ist die Oberfläche ja recht minimalistisch, das heißt, hier sind jetzt nicht viele Informationen angezeigt oder irgendwas. So, da entsteht jetzt ein Blatt daraus. Noch ein Blatt. Da entsteht noch so ein Stern, so eine Blume daraus. Und okay, da entsteht dann so ein Stern, der wandelt sich dann um. Okay, an der tiefsten Stelle und links außen hat sich das umgewandelt. So, das kommt auf jeden Fall in die richtige Position und auch wieder eher so links außen scheint es generell umzuwandeln. Sonst hat das keinen größeren Bezug. So, das Ding wird zu einem Blatt. Und natürlich dadurch, dass es links außen umwandelt, ist das natürlich an der Stelle eher unpraktisch. So, da bekomme ich, ist echt schade, dass der dann da auf der Außenseite umwandelt und nicht noch irgendwo anders hinkommt. Da wird wieder ein Blatt draus, was mir an der Stelle jetzt eher Schwierigkeiten bereitet. Aber gut, da kann ich jetzt alle Blätter zumindest zusammenfassen. Und am besten das auf der linken Seite liegen lassen. Ah, sehr schön. Ah, schöne Kettenreaktion. Die war jetzt gar nicht so sehr geplant, aber wenn sie trotzdem funktioniert, umso besser. So, 9000 Punkte habe ich bereits. Und natürlich muss das Spiel irgendwann enden. Apropos enden, ich schalte mal wieder den Countdown an, damit ich hier dann nicht überziehe. Bei dem Spiel sollte jetzt die Gefahr gering sein, dass ich überziehe, weil das sollte sich gut beenden lassen dann, ohne dass ich noch irgendwas Dringendes zu tun habe, was ich unbedingt noch erledigen möchte oder so weiter. So. Aber jetzt bereite ich mich dann langsam mal auf den Schluss vor, der hier natürlich, okay, wenn der jetzt kombiniert, dann kombiniert er natürlich so ein anderes lila Teil. Dann wäre es natürlich praktischer gewesen. So, wenn du kombinierst, entsteht so ein rotes. Okay, das hat er jetzt nicht an der Stelle gemacht, sondern auf der rechten Seite, also auf der tiefsten Stelle. Ja, im Moment ist es noch schwer zu sagen, wie die Dinger tatsächlich zusammenhängen. Oder an welcher Stelle die auf jeden Fall entstehen. So, da passiert auch wieder ein lilanes. Ja, das war jetzt wieder links außen. Aber es hängt wahrscheinlich eher von der tiefsten Stelle ab. Da kommt ein Blatt dabei raus.
Und das Blatt kann ich jetzt hier wieder in so ein Dreifachteil verwandeln. Denn das Blatt wird zur Pyramide, die nützt mir an der Stelle nichts. Mit dem anderen wäre es blockiert. Ja, dann machen wir es doch so rum. Das gibt mir keine Kombination. Aber das Ding ändert sich ohnehin in... Ja, das war jetzt schon knapp. So, das sollte dann nach links fallen. Ja, das geht daneben. Jetzt auch noch ein Dreier wieder. Also das Blatt kann ich noch als Kombination abschließen. Und dann ist es auch vorbei. Gut, da unten kann ich noch eine Kombo setzen. So, das wird auch zu dem Lila. Sehr schön. So kann ich das Unvermeidliche noch ein paar Momente hinauszögern. Ich habe es gar nicht geschafft, aus der Blume noch eine Kombination rauszuholen. Schade. Okay, da kriege ich noch eine Kombination hin. Erst so und dann so. Tja, wenn ich jetzt noch eine Blume bekommen würde, wäre das natürlich genial. Dann könnte ich die noch kombinieren. Aber es sieht nicht so aus. Gut, letzter Baustein. Achso, stimmt, ich kann den letzten noch abwerfen. Auch wenn es mir jetzt hier natürlich nichts mehr nützt. Der Lilane hätte mir auf jeden Fall mehr geholfen. So, das war's. Poor gained 0, Final Score 17,9, XP gained 0. Habe ich irgendwas nicht geschafft? Gold. Board Item Count 1, 5. Verstehe ich nicht. Was ist denn das dann? Board Item Count 2 ist 5. Also ich habe es anscheinend noch nicht so gelöst, wie ich es lösen sollte. Aber ich weiß nicht, was das Board Item Count 1 dann bedeutet. Das heißt, ich hätte alles, naja, auflösen. Es löst sich ja nichts wirklich auf. Es kombiniert sich ja alles nur. Okay, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller vor. Das heißt, es ist vielleicht das hier, aber nee, es war ja auch schon mit 5, aber dass ich dann irgendwie einen Board-Count von 1 erreichen soll, das ist wahrscheinlich alles irgendwie einmal zusammenkombiniert ist. So, das ist soweit wie bekannt. So, die Pyramiden und die beiden, da kommt wieder das Blatt bei raus. So, da kommt jetzt dieses gelbe Sonnenteil. So, da kann ich jetzt die alle in eine Pyramide verwandeln. Fehlt mir allerdings noch eine Pyramide, um das Ganze zu schließen. Okay, und dann wird es alles gleich zu einem Lila. Frage ist, aber es scheinen auch alle Elemente, die einmal aufgetaucht sind, auch weiterhin aufzutauchen, weil ich bekomme die nicht weg oder irgendwas. So, da wird jetzt eine Pyramide draus. Okay, dann habe ich jetzt meine erste Blume bekommen. Vielleicht wäre auch wichtig, hier die Säule nach oben zu bekommen. Fragezeichen. Items in play. First basic element, sechste Basiselement, vierte Basiselement, zweite, fünfte, achte, siebte und dritte. Okay. Das ist... Nee, ich will nicht verlassen. Und das ist das ganze Spiel zu Ende? Nein.
Und do you want to restart the boat? Nein, auch nicht. Nee, da will ich einfach nur weiterspielen. Okay, dafür habe ich aktuell keinen Bezug. Das würde aber zu einer Blume werden, die ich jetzt hier direkt drauf setzen kann. So, dort kann ich jetzt noch die Kombination machen. Und da hätte ich jetzt die erste Blume auf. Das ist das nächste Element. So, da kommt jetzt auch eine Pyramide dabei raus. Und die Pyramide wird auch zu so einem roten und das wird dazu und dazu kombiniert. Schöne Kombo-Folge. So. Gut, einmal das zusammen kombiniert. Dann fehlt mir da noch ein Blatt. Ja, jetzt ist das Ding natürlich tatsächlich auch schon in Kombination. Ja, da kann ich die alle rausziehen. Also es kommt an die tiefste Stelle und am weitesten links, würde ich jetzt mal vermuten. So, das wird zu einer solchen Rot-Grün-Kombo oder Rot-Grün-Element. Aber ich bekomme ja auch nie wirklich so richtig das ganze Zeug wieder weg. So, ganz links. So, dann kann ich da jetzt sogar schon eine Dreier-Kombo mit dem machen. Ein Drache. So, dieser, das wird auch zu lila. Das heißt, da habe ich dann zweimal die gleichen. Okay, das wird zu einem Blatt. So, und ein Blatt wird irgendwann zu einer Pyramide. So, okay, die Kombination. So, da kann ich jetzt die ganzen Pyramiden in so ein Feuerschwert umwandeln. Gibt es eigentlich irgendeine Systematik, wie die Dinger erscheinen? Wahrscheinlich nicht, einfach rein zufällig. So, da kommt jetzt auch wieder eine Lila-Kombo zustande. Und das Lila wird wieder zu diesem Grün. So, jetzt habe ich da natürlich diejenigen, das Schwert. Weil es nicht so geeignet, hier wirklich das Ding dann voll zu bekommen. Okay, das Schwert wird zu lila, das heißt, wenn ich da jetzt noch ein so ein Ding drauf bekomme, dann würde das auch schon passen. Ja, genau. So, dann werden die Schwerter kommen. Ach nee, ups, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Achso, die Schwerter werden zu lila kombiniert, nicht das lila zum Schwert. Okay. Dafür wird das aber zum Schwert kombiniert und damit ist das dann auch erfolgreich gewesen. So, hier bekomme ich jetzt so ein Sonnenteil und das hat dann auch ganz gut funktioniert. So, das Lila wird auch zu einem solchen Teil. So, du wirst jetzt auch zu diesem Rot-Grün. So, du wirst zu einem Feuerschwert, das dürfte ja dann da unten bleiben und das andere ist jetzt dahin gekommen. Oh, wieder ein Dreier. So, die Pyramide könnte ich kombinieren. Die wird dann zu dem Feuerschwert. Aber bekomme ich die Pyramide nach außen? Nee. Also jedenfalls nicht, wenn ich es waagerecht anordne. So, da bekomme ich jetzt eine Pyramide rein. So, jetzt wenn ich die Pyramide da drauf setze, bekomme ich ein Feuer. Das Feuer wird kombiniert und die anderen beiden werden auch kombiniert. Das ist ja schon mal prima gelaufen. So, das Blatt jetzt da rein. Und dann noch ein Blatt rein, damit da auch eine Pyramide entsteht.
Oder halt dieses Teil. Dann entsteht noch einer von den Drachen. Was mir wahrscheinlich an der Stelle wenig weiterhilft. Boah, da bekomme ich sogar eine Vierer-Kombo jetzt mit diesem letzten Teil dort. Ja, das wird ja interessant. Viel kombinieren kann ich da jetzt nicht mehr. Okay, da kann ich jetzt die Blätter-Kombo machen. Die Pyramide wird dann zum Feuer. Aber ich kann halt leider nichts austauschen. Deswegen nützt mir das da wenig. So, du wirst zu einem Blatt und bist dann auch blockiert. So, ja. Schade. Aber wieder kein... Ah, doch, diesmal hat es geklappt. Board an dem Kraut 1, 5, Board an dem Kraut 2, 5. Okay, ich verstehe nicht ganz, was die Board-Items hat, aber auf jeden Fall hat es dieses Mal geklappt. Aber Experience bekomme ich trotzdem nicht. Okay, dann jetzt also Spiel 2. Collect Items ist was anderes dann. Ein Kumulativ-Score 25.000. Naja, mal schauen, was das dann genau meint. Wahrscheinlich muss ich dann, also wenn ich dann in mehreren Runden letztlich das Ganze 25.000 erreicht habe, mal schauen, ob ich vielleicht sogar in einer Runde schon den, was bedeutet das? Was hat das zu bedeuten? Der hat eine Entwicklung übersprungen. Das heißt, statt zu dem Feuerschwert ist er gleich zu dem Lila gegangen. Das ist ja cool. Ups, daneben. Weiß zwar nicht, wovon das abhängt. Hatte ich da irgendwie eine Vierer-Kombo? Jetzt habe ich es natürlich nicht gesehen, ob da... War ich jetzt nicht genau aufgepasst, ob das mit den Vierer-Kombos zusammenhängt. Das muss ich mir nochmal anschauen. Werde ich jetzt gleich jedenfalls nochmal probieren, ob hier bei einer Vierer-Kombo... da tut sich jedenfalls nichts. Oh, jetzt habe ich schon einen Vierer-Block. Boah, böse. So, jetzt habe ich gleich einen Fünfer, den ich wegbekommen habe. So genau, da brauche ich ja eh ein Blatt. Da kommt dann eine Pyramide bei rum. Und ja, so, jetzt wirst du zum Blatt. So, du fällst runter, wirst du zum Pyramide. Und zu einem Lila. So, da entsteht dann auch ein gelbes Sonnenteil. So, du wirst ja eh zu einem Blatt, das heißt, dann kann ich dich da liegen lassen. Und mit dem Blatt wirst du zu einer Pyramide, die ich da aber nicht kombinieren kann. Oh, mit solchen großen Blöcken ist es deutlich schwieriger, vernünftige Kombos hinzubekommen. Vor allem, es gibt ja auch noch keinen Mechanismus, oder zumindest habe ich ihn noch nicht entdeckt, wie er sich auflöst. Boah, cool. Das hat schön funktioniert. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich da reinwerfen kann. Weil das Feuersymbol würde zu einem Lila führen.
Okay, da fehlt jetzt noch. Okay, wenn ich dich da reinwerfe, dann hätte ich da bloß eine Blattkombo. Das wäre natürlich unpraktisch. Dann lieber das Feuersymbol reinwerfen, damit da ein Lila entsteht. Und der würde dich dann auch oben halten. Ja, wenn das jetzt schon drin wäre. Nee, so funktioniert es nicht, so geht es nicht auf. So, das Lila fällt dann jetzt zumindest aufeinander. Das heißt, die Kombination ist dann noch möglich. Das wäre auch ziemlich ideal. So, und die Pyramide kann da drüben kombiniert werden. Und da fehlt mir jetzt noch einer. Ich bräuchte jetzt ein Lila. Nee, nicht sowas. Okay, da kommt mein lila Baustein. Lege ich die zweimal oben drauf und bekomme hier eine Kombination. Gut, da kann ich jetzt das mit dem Blatt rausziehen und dann bekomme ich da eine Kombination. Ja, wenn ich jetzt irgendwas drehen könnte. Okay, da bekomme ich einen lila Ball raus auf der Seite. Gut. Das habe ich jetzt natürlich geändert, weil ich habe es jetzt nicht da drüben reingeworfen, sondern mich dagegen entschieden. Muss dann dafür aber jetzt hier natürlich Kompromisse machen. So, das fällt zusammen. Das wird zu einem Schwert, geht weg und wird zusammen kombiniert und ja, wow, das ist gut aufgegangen. So, 16.000 Punkte habe ich jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen für den Bonusscore. So, der würde jetzt da unten kombiniert werden, das heißt, das andere bleibt da oben drauf liegen und es wäre eine lila Kombo. So, das lila bleibt jetzt dort liegen und wird dann zu rot. Wäre dann die Frage, ob ich das drauf liegen lasse, damit es dann hoffentlich hier irgendwie noch aufgelöst werden kann. Da kann ich auf jeden Fall mal eine Blume drauf werfen. So, lila. Das sieht nicht so aus, als würde ich es jetzt in der ersten Runde noch abschließen können. So, Blatt und Lila, das kann ich, wobei den kann ich da reinwerfen. Du wirst zu einem Gelben. Nützt mir da an der Stelle jetzt zwar nicht so viel, aber zumindest hält es noch den Platz offen. Genauso wie hier. Und jetzt natürlich noch hier die Pyramidenkombination, die mir da zumindest ermöglicht, das Feuer reinzuwerfen. Noch ein Überlebenskampf. Ui. So, jetzt ist natürlich die Sache, ich kann das jetzt so reinwerfen, dass dann ein Feuer entsteht. Aber es hilft mir jetzt nicht mehr weiter. Ich kann es jetzt nicht mehr weiter auflösen. Gut, Final Score 20.000. Und das heißt, ich muss noch einmal spielen, um 25, also um 5.000 Punkte etwa zu bekommen. Gut, soweit, so gut. Da das Blatt draus machen. Das kann ich jetzt ruhig alles ein bisschen schneller machen. Weil da ist ja jetzt nicht viel zu erwarten. Okay, das Blatt ist jetzt sozusagen grün geworden, also aufmerksam geworden. Das heißt, das Blatt wird jetzt gleich die Nachkombo, genau, das Feuer draus machen. Aber es scheint sich nicht von, also irgendwie manuell aktivieren zu lassen und es ist einfach nur eine Kombination, die das halt so ermöglicht.
So, da kann ich dann hier drüben ein Blatt draus machen. Aus dem Blatt wird eine Pyramide. Und die Pyramide werde ich jetzt mal hier vervollständigen, damit ich hier wieder Zugang habe. Okay, da kommt eine Pyramide bei rum. Die fällt nach unten und das wird eine Kombination. So, da kann ich jetzt das Lila drauf werfen. Okay, Lila bekomme ich jetzt eher als neue Kombo und da werde ich ein Blatt. So, Feuer kombiniert sich dann zu Lila. Das Ding kommt auch zu Feuer. Und du bekommst ein neues Item. So, da drüben ist dann Feuer. Das wird dann hier die Vierer-Kombo und hier wird die Dreier-Kombo zum nächsten Symbol. So, hier ist es jetzt so, dass sich das ja dann zu einem Blatt wandelt, sobald ich hier eins reingeworfen habe. Okay, jetzt wird das natürlich dann schon umgewandelt. Dann lasse ich das mal lieber da drüben und mache hier die Kombination, die dann später aufgelöst wird. So, Blatt und Dreieck. So, dich kann ich da ruhig reinwerfen an der Stelle. So. Na gut, dann wird es jetzt dort ein Dreieck geben. Ne, das will ich jetzt gerade noch nicht haben, weil jetzt hier endlich die Blatt-Kombo kommt. Ah ja, die ist jetzt an der tiefsten Stelle entstanden. Auf jeden Fall hat es aber auch so ganz gut funktioniert. Und hier wollte ich, ja, das wird dann zu Feuer und wird dann gleich ein Feuer. Ach nee, Quatsch, Feuer wird ja zu Lila. Ja, ja, in die andere Richtung funktioniert es nicht. Gut, aber das Spiel muss ich dann eh nicht so lange spielen, sondern erst, also wenn ich die 5000 Punkte zusammen habe, kann ich es eigentlich dann schon sozusagen da in Richtung Ende bringen. Ja, genau, das war die Kombo, die ich da haben wollte. Und hier jetzt noch das Glasige vorbereiten, dann wird das Blatt und Pyramiden fallen auch zusammen. Und damit kann ich die jetzt auch schon in Lila verwandeln. Das heißt, das Lila bleibt unten. Und das kommt die nämlich aufeinander. So, das wird ein Sonnenteil. Das heißt, es ist gut, wenn die aufeinander liegen, weil dann liegt das Sonnenteil direkt drunter. So, wenn die Pyramide rauskommt. Da kann ich jetzt das wieder... Okay, das wird jetzt wieder zu rot. Ja, jetzt bräuchte ich die genau andersrum, damit die aufeinander zu liegen kommen. Aber hier auf der Seite funktioniert die Lösung jetzt so nicht. Dann machen wir das an der Stelle. Weil hier kann ich jetzt noch die Lila in diese andere verwandeln. Und es bleibt dann ja unter der Pyramide liegen, aber die Pyramide soll ja eh noch nach rechts, ach nee, es geht ja nicht, die nach rechts zu verschwinden, weil die wird sich hier dann kombinieren und dann zu einem Feuersymbol werden. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall sind die 5000 Punkte jetzt eh erreicht, das heißt, ich mache die jetzt einfach nur noch voll und schließe das dann mal ab. So, das heißt, jetzt habe ich 7000 End of Level und ja, geschafft. So, Total Kombos 10. Heißt das, dass ich insgesamt 10 Kombos machen muss oder dass ich 10 Kombos in einem Spiel machen muss? So, da ist jetzt schon die Pyramide vollständig. Da wird das Blatt zur Pyramide. Und die Pyramide wird zum Feuersymbol und es wird alles eins. Ist nur noch ein Symbol da gewesen. So, jetzt das wieder kombinieren. Fehlt jetzt natürlich noch ein Blatt, weil die kommen natürlich so nicht zusammen.
So, jetzt das Blatt zur Pyramide. Die Pyramide wird zum Feuersymbol. Okay, da ist jetzt noch ein Feuersymbol. Das Feuersymbol wird nachher dann zu lila. Und das Ding wird zu einem Blatt. Oh je. So, ja, das Lila wird dann natürlich, kommt eins zu tief zu liegen. Dann hätte ich da bloß eine unterbrochene Kombination. Dann lieber hier noch ein Lila draus machen, das ich noch erreichen kann. Und das Blatt wieder zur Pyramide machen. Dann kann ich hier noch eine Pyramide draufsetzen und dann bekomme ich da auch eine Vierer-Kombination. Okay, die Blätter. Gut, das Ding bleibt dann links liegen und bleibt dann eine Pyramide. Dann ist es besser, da Platz zu lassen. Und da natürlich das dann reinzugeben. So, das Lila wird jetzt dann zu einem von diesen Teilen. Und dann wird das ganze Teil zu einem neuen Teil. Na gut. Kommt das zwar nicht ganz zusammen, aber immerhin geht es auch so ganz gut auf. So, ihr werdet jetzt zu einem Feuerschwert, dann ist es besser, das Feuerschwert hier liegen zu lassen, damit ihr dann da zusammen kombiniert werden könnt. So, ihr bildet jetzt Lila und dann liegt ein Lila oben drauf. Gut, dann passt das. So, Blatt, Blatt nebeneinander. Okay, das Blatt wird zur Pyramide, sammelt dann die Pyramide zum Feuersymbol und das Feuersymbol müsste dann, da die Pyramide hier entsteht, auch hier entstehen. Na gut. Nützt mir nicht so viel, aber ich kann das Feuersymbol auf jeden Fall mit dazu werfen. So, Lila wird zu dem Rot-Grün. Das heißt, mit einem Rot-Grün könnte ich da auf jeden Fall noch weitermachen. So, wenn ich dich jetzt runterwerfe, werden beide. Das heißt, hier kommt eine Pyramide hin und du wirst ein lila Element. Gut. Also, was war jetzt das Ziel? Irgendwie 10 Kombinationen und wieder die 25.000. So, das wird wieder ein Feuersymbol. Und das wird die Pyramide. Dann mache ich die Pyramide lieber hier drüben hin, damit sie aufeinander liegen. Und dich kann ich jetzt zu einem so ein Sonnensymbol machen. Und dann geht das Sonnensymbol runter. Dann habe ich eine Dreier-Sonnensymbol-Kombo und dann kommt da ein neues Symbol hin. Die Blume mal wieder, ja. So, und du wirst ein Feuersymbol und entstehst genau an der Stelle. Dann kann ich an sich diesen Sonnenteil oben drauf liegen lassen. Und wenn ich den jetzt zusammen kombiniere, dann geht da natürlich eine Sonne draus. Ja, schade. Ja, es löst sich ja immer nie auf, sondern es bleibt ja immer nur dann noch ein Symbol liegen. Deswegen dann die Kombos nicht immer so optimal aufgehen. So, da kommt jetzt aber das Feuersymbol und hier wieder in die falsche Richtung gedacht. Okay, dann kommt da das lila Symbol. Und zumindest die Blumen liegen nebeneinander. Aus dir wird jetzt noch eine Pyramide. Feuersymbol. Nochmal Pyramide und Dings. So, aus den Pyramiden wird ein Feuersymbol und die Feuersymbole werden lila. Das heißt, ich bekomme nachher ein Feuersymbol und einen lila Teil. So, da kommt jetzt da unten das Blatt rein und damit sind die zusätzlich geöffnet.
So, wenn ich euch kombinieren kann, das wäre natürlich genial, aber dazu brauche ich ein Zweierteil. Damit mache ich die natürlich alle zu. Aber so ist es dann, obwohl da jetzt natürlich die Blüte kommt, aber ich kann es nicht so anlegen, dass mir das nicht im Weg ist. So, da habe ich jetzt noch Blüten, Blätter meine ich. Ui, 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 ui. So, die werden dann jetzt zu einem Blatt, aber das Blatt entsteht da drüben, deswegen brauche ich das Blatt an der Mitte. Okay. Das Blatt entsteht dann aber, die Pyramide entsteht an der Stelle. Das heißt, es sollte dann noch ausreichend genug Platz zu haben. Genau. Ziemlich knapp, aber es hat gepasst. So, das Blatt selber entsteht dann hier links. Mir fehlt immer noch das Lila, damit ich hier was weitermachen kann. So, da kommen jetzt noch mal zwei Pyramiden und ein Feuersymbol. Oh. So, du bekommst eine Pyramide. Ja, aber leider auf der falschen Seite. So, das wird jetzt nochmal ein Stern, aber damit ist es dann jetzt auch zu Ende. Okay. So, das heißt aber, ich habe nicht 10 Kombos geschafft. Das heißt, es muss tatsächlich eine langanhaltende Kombo sein. Okay, jetzt will ich aber nochmal zurück und. Okay, es gibt dann jetzt auch schon weitere freigeschaltete Map. Und hier ist Total Kombos 5, Board Item Count 8. 3. Okay, dann muss ich jetzt aber mal die Hilfe fragen, was das genau eigentlich heißt. So, die Modes. Chaos, Infinity, Puzzle, Pur, Vanilla Gameplay, Versus und Abyss. What will you see when you look into the Abyss? Your most dire challenge yet awaits. Okay, also Chaos. So, was bedeuten die Teile dort? Mal ein bisschen die anderen Gameplays ausprobieren. Das heißt, damit kann ich ein. Okay, das heißt, das sind sozusagen Hilfsbausteine. Eine Bombe. Mal gucken, was dieser Ring dann macht. Okay, den Ring kann ich nicht verwenden. Die Bombe wird wahrscheinlich recht einfach sein, dass sie einfach einen größeren Bereich zerstört. Und die Blume ist wahrscheinlich sowas wie ein Joker. Macht erstmal gar nichts. Vielleicht ist die in Kombination mit dem Ring irgendwie, dass sie dann aufgeht. Aber habe ich jetzt auch noch keine Idee, was die dann genau machen soll. Jeden Fall ist es interessant, so nach und nach, wenn man die Kombos gemacht hat, dass dann im Endeffekt eben die Steine zunehmen und damit die Komplexität natürlich steigt. Man hat keinen Stress wirklich, man kann sich in Ruhe überlegen, aber trotzdem nimmt die Komplexität immer mehr zu, bis natürlich das Spielfeld so weit zu klein wird, dass es einfach schwierig wird, diese ganzen unterschiedlichen Teile da aufzubauen, also beziehungsweise unterzubringen und damit Kombos hinzubekommen. Ah, es gibt auch
Sonderfunktionen. Hat er jetzt alle von der Sorte aufgelöst. Auf jeden Fall lässt sich der Ring weiter nicht aktivieren. Ne, der hat einfach zufällig irgendwelche aufgelöst. Weder vom Typ noch von der Stelle her irgendwie zuzuordnen. Schien mir jetzt auch nicht der Fall zu sein, dass er tatsächlich die oberste Reihe oder so aufgelöst hat. Muss ich nochmal gucken, wenn er nochmal auftauchen sollte. Was auf jeden Fall interessant wäre, inwieweit man die Teile dann hier nochmal ablegen kann. Vor allem gerade diese Bonus-Items, die man vielleicht dann gerade noch gar nicht benutzen möchte, sondern sich ein bisschen aufspart. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich das nächste Bonus-Item habe, probiere ich mal, ob ich das da drüben in die Kacheln zurücklegen kann. So, das wird zu lila. Okay, und lila wird zu dem Teil. Geht noch nicht. So, Blatt. Blatt wird zur Pyramide. Pyramide bleibt liegen. So, ein Blatt. So, das Ding wird zu diesem Rot-Grün. Rot-Grün. Und dann wird die Pyramide fällt nach unten und es wird zu einem Feuersymbol. Und das Feuersymbol kann ich jetzt noch bearbeiten. Ja. So, du wirst zur Pyramide. Pyramide kommt dahin und das Ding kommt da drüben hin und schon ist die Combo aufgelöst. Okay, einmal so. Okay, das hat jetzt nicht weiter, ist jetzt nicht weitergegangen. Wenn ich dich da reinlege, dann verliere ich auf jeden Fall die Kombo-Möglichkeiten. Aber dich kann ich schon mal vorbereiten. So, jetzt wird das da zu einem Lila, bleibt unten liegen. Und dann wird das da andere zu einem Blatt und bleibt dann daneben liegen. Wieso ist jetzt das eigentlich auf der rechten Seite liegen geblieben? Hätte man eigentlich auf der anderen Seite liegen bleiben müssen. Okay, das wird ein Feuersymbol, das heißt, es liegt dann aufeinander. Und du wirst zu so einem Mondteil, also einem Sonnenteil. Und nochmal die Farben. Die zweifarbigen Dingsbums. So, da kommt ein Feuerteil raus. Das ist nicht sehr hilfreich. Oh, da kommt als nächstes so ein besonderes Teil. Und kann ich dich jetzt hier wieder zurücklegen? Nee, kann ich dich nicht reinlegen. Ups. Okay, keine Ahnung, was du bedeutest. So, da jetzt die Pyramide kombinieren zu einem Feuersymbol. Okay. So, da kommt ein Blatt bei rum. Kommt auch ein Blatt. So, du wirst zu lila. Jetzt habe ich mich natürlich noch nicht getraut, da was drauf zu schmeißen, weil keine Ahnung, was dann passiert. Aber für die beiden Symbole lohnt es sich nicht, falls die irgendwie aufgelöst werden. Für die wahrscheinlich schon eher, aber es passt. Und jetzt kommt ein Dreizack. Jetzt habe ich natürlich wenig aufgepasst, ob der vorher da war oder ob der erst jetzt aufgetaucht ist, nachdem ich das Ding draufgeworfen habe. So, dann würde ich mal das da... Ja, das ist auf jeden Fall eine senkrechte Reihe. Und da kann ich die Sachen nämlich jetzt rausholen. Hm.
Ja, auf jeden Fall entsteht dann da wieder eine Kombination und ich komme an die Sonnenteile ran. Ja, jetzt ist die Blume als neues Element dazugekommen. Und das müsste jetzt unten entstehen, genau. So, wenn du links entstehst, dann habe ich hier eine Vierer-Kombo. Und das Blatt ist unten entstanden. So, da entsteht auch ein Blatt. So, das ist da oben liegen bleibt. Genau, also aus den Schwertern entsteht das Lila. Das nützt mir an der Stelle jetzt nichts. So, da entsteht auch ein Feuerschwert draus und ein lila Element. Und aus dem Lila entsteht das Rot-Grün. So, da drüben entsteht eine Pyramide. Die habe ich keine Verwendung. Und da ist dann die Pyramide und das lila Element. Ja, leider eins zu tief. Da brauche ich dann noch ein rot-grünes, das dann die beiden Zweier zusammennimmt. Jetzt kommt noch eine Schere dazu, die wahrscheinlich. Ja, was machst du? Oh, einen diagonalen Schnitt war das. So schräg rüber irgendwie. So, du wirst zu dem Gelben. Und du wirst zum Feuerschwert. Naja, auf jeden Fall lässt es sich schon relativ lange spielen. Allein aus der Kombination heraus, dass es halt immer wieder Symbole gibt, die das sozusagen auflösen lassen. Warum man das letzte nicht aktivieren kann, weiß ich immer noch nicht. Oder was es überhaupt mit dem letzten Symbol auf sich hat. Okay, dann lieber hier noch ein Blatt entstehen lassen. Und hier natürlich ein lila Kombo, das ist ja genial. So, dann ist da das Rot auf einer Linie. Da kann ich jetzt die Pyramiden kombinieren. Okay, also ich möchte mal wissen, was das mit dem Teil dort auf sich hat. Und wie oder was passiert, wenn da. Ja, wahrscheinlich das Ding irgendwie zerstört wird. So, damit jetzt eine Blume draus. Die Pyramide ist noch erreichbar. Hopp. Was machst du mit der ganzen Linie? Na dann zeig mal, was du. Okay, es hat zwei Linien miteinander vertauscht. Ja, wenn ich ein bisschen vorher wissen würde, wie die einzelnen Items funktionieren, wäre das natürlich hilfreicher. Aber es macht auch Spaß, es einfach durch Auszuprobieren rauszufinden. Und vor allen Dingen auch mal ein bisschen Rätsel zu raten. Was könnte dieses Item sein und ist es sozusagen vom Aussehen her plausibel, dass es dieses oder jenes tut oder eben nicht tut? Okay, die Pyramide wird zum Feuerschwert. Das Feuerschwert kommt da unten hin. Stört mich also da jetzt erstmal nicht. So, das wird jetzt auch wieder zur Blume. Die Blume bleibt liegen und das Rote kommt daneben. Das kann ich aber auch so hinlegen. Dann bleibt da zumindest die Blume erreichbar. Okay, das wird jetzt zu einem. Das nützt mir an der Stelle nichts, aber da kann ich die Blume daneben stehen lassen. Das heißt, da ist zumindest die Blume erreichbar und ich komme noch ein Stück höher. Ach so, aber das ist jetzt kein Sonderzeichen, sondern es ist einfach nur ein anderes Symbol. Hätte auch ein Sonderzeichen, also ein so ein Spezialding sein können.
Okay, jetzt nähert sich es dann auch hier langsam wieder dem Ende. Langsam, aber sicher noch um die letzten Plätze kämpfen. Was wird da aus dem Lila? Aus dem Lila wird ein Grün. Ah, jetzt habe ich sogar von dem noch eins geschenkt bekommen. Was hat es denn mit dem auf sich? Wieso hat denn das so eine komische Darstellung gehabt? Okay, jetzt kommt da gerade noch eins. Das heißt, ich kann noch diese Kombination abschließen. Aber ja, es ist halt trotzdem nur, in Anführungszeichen, ein Item. Aber es ist schon erstaunlich, dass es diese Sonderdarstellung bekommt. Okay, die Pyramide wird zum Feuerzeichen. Und das war's jetzt. Chaos Awakens, ein Achievement von Steam bekommen. Final Chaos Score 46.000. Chaos Completed 1. Ich will gar kein... Nee, Quatsch. Ich will gar kein neues Chaos Game. Ja. Ich will mir die anderen Modes noch anschauen. Never Ending. All is seen. Never Ending. Okay. Aber das heißt dann Never Ending an der Stelle. Weil wenn das Spielfeld voll ist, ist das Spielfeld voll. Und dann geht es wahrscheinlich von vorne los. So, eins und das nächste. Mal gucken, ob es hier irgendwelche Sondersymbole gibt, die dann dafür sorgen, dass das Spielfeld wieder abgeräumt wird. So ist das auf jeden Fall schon mal aufgelöst. Kann ich gleich das Feuersymbol daneben setzen. Und wenn das natürlich immer nur Zweier sind, würde das die Sache auf jeden Fall vereinfachen. Das heißt nicht, dass es das unendlich einfacher macht, aber es würde zumindest dafür sorgen, dass es leichter geht, die einzelnen Kombinationen dafür hinzubekommen. So, dann kann ich da lila Kombinationen machen. Ist halt nur wichtig, immer aufzupassen, dass ich noch an die Stellen irgendwie rankomme. So, lila, lila. Und hier auch beide Kombinationen. Somit ist die Blume jetzt auch schon im Spiel. Und Blatt und Pyramide. Ha, da kann ich die ganze Reihe kombinieren. So, da kann ich ein Blatt draus machen, wenn es denn sein muss. Und da kann ich die Pyramiden zum Feuerzeichen zusammenbringen. Ja, wenn es eben einen Rechtsdrall hätte, oder wenn man festlegen könnte, wo die Kombination sozusagen aufgelöst wird, wäre das nochmal eine Kleinigkeit einfacher. So, dann lasse ich dich da runterfallen. Und so, da entsteht ein grün-rotes und dann kann ich gleich alle zusammen bekommen. Jawohl. So, dann kann da das Lila reinfallen und wenn das Lila kombiniert wird, dann passiert auch mit dem anderen etwas. Genau, so wie jetzt. Dann ist die ganze Linie da weg. Und der Flügel hat sich jetzt schon hinzugesellt. So, dann kann ich die ganzen zur Blume machen. Und dort ein Blatt. So, die Pyramiden kombinieren, das kombinieren, das so stehen lassen. So, ihr werdet zu einem... Okay, dann lasse ich die erstmal da links liegen. Und mit einem weiteren Kombination könnte ich das dann alles zusammen fertigstellen.
Brauche ich jetzt natürlich noch als passendes Symbol dafür. So gefällt mir das jetzt nicht. Okay, da kann ich die Pyramiden auflösen. Die werden zum Feuersymbol und dann geht es auch auf. Zumindest bis dahin. Aber jetzt brauche ich natürlich immer noch die entsprechende Blumenkombo. So, ziehe ich dich jetzt nach links oder nach rechts? Das heißt, dich lasse ich lieber da liegen, dann geht das die Blume zur anderen Seite. Und ich habe hier natürlich die Möglichkeit, weiter zu kombinieren. So, da wird eine Pyramide draus. Und da kann ich die Blume auch schon mal kombinieren. Das würde mir... Okay, das Blatt oben drauf lassen und dann geht das andere nach links. Dann bleibt Platz, an die Pyramiden ranzukommen. So, Pyramide wird zu Feuer. Und da kann ich aber jetzt die Engelsflügel einfach zusammensetzen. Und ja, hier ist es jetzt wieder der runde Drache. In dem anderen war ja da überhaupt die beiden Symbole hier waren beide anders. So, das ist wieder jetzt Pyramide. Und Pyramide wird zu Feuer. So, das wird zu einem... Genau, wenn ich es da drüben kombiniere, dann sind die beiden schon mal übereinander. Und dann kann ich die langsam auf die linke Seite rüberziehen. So, das wird zu einem Kombinationssymbol. Und das wird zu einem lila Symbol. Gut, dann ist da jetzt die Kombo für einen weiteren Flügel. Und das wird sowieso das Blatt auf der rechten Seite. Das heißt, mit den Blättern kann ich jetzt eine Pyramide machen und kann es dann auch zusammen kombinieren. Das wird jetzt eine eine Blume wird es, eine von den lila Blumen, an die ich aber so jetzt nicht rankomme. Ja, das Feuersymbol wäre jetzt natürlich praktisch, wenn es einen später gekommen wäre, weil dann hätte ich es hier direkt drauflegen können. Na gut. Ach ja, nee, jetzt habe ich wieder verkehrt rum gedacht. Irgendwie bringe ich die beiden immer durcheinander in der Reihenfolge. Gut, hier die Flügel. Und dann... So, das bleibt stehen, dann bleibt das Feuer oben. Ja, jetzt bekomme ich hier endlich mal ein Blatt, um die Pyramiden voranzubringen. Dann lieber die Feuersachen kombinieren und hier die Blätter zusammenbringen. Und noch ein Blatt. Und zusammen. Ja, wenn ich die aufeinander lege, hilft mir das an der Stelle wenig. Ich bekomme da ja keine Kombination zusammen. Hier schon. So, da kann ich jetzt natürlich das Blatt zusammenlegen, aber das Blatt bleibt auf der linken Seite. Das heißt, das ist aber jetzt kombinierbar. Okay, das Blatt wird zur Pyramide, die dann natürlich da drin bleibt. Okay, da kann ich jetzt zumindest noch eine Flügelkombination machen. Habe ich noch ein weiteres Drachensymbol. Aber das war's dann jetzt. Das ist die letzte Kombo. Ja, der verschwindet einfach unten. Ach, deswegen Endlos-Modus. Das ist ja lustig. Okay, das heißt, hier kann man sozusagen so lange spielen, wie man will. Es wird dann einfach unten was weggedampft. Das ist auf jeden Fall spannend für die Kombinationsmöglichkeiten. Und man kann dann tatsächlich ziemlich entspannt weiterspielen. Einfach mit dem Blick, okay, wie kann ich jetzt die hohen Kombos am sinnvollsten nach oben ziehen und das andere dann irgendwie anders kombinieren. So, dass ich auf jeden Fall hier irgendwie die Leiste weiterbekomme. Die Frage ist natürlich, womit es dann tatsächlich aufhört. Aber ich möchte mir die Spielmodi noch anschauen, weil die Zeit ist jetzt gleich um. Und dann möchte ich die anderen Spielmodi auf jeden Fall noch ausprobiert haben.
Deswegen ja, lief diesen Spielmodus. So, also Puzzling ist dann sicherlich, ja, das dürfte recht einfach sein. Transmutation stops at level 12. Start. Okay. So, bekomme ich jetzt eigentlich die passenden Elemente, damit ich die so auflösen kann, dass das Ganze natürlich sinnvollerweise irgendwie aufgeht. Oder ich muss tatsächlich einfach nur die Spielbretter auflösen. Aber was ist dann hier eigentlich das Ziel? Weil wenn die jetzt nur am Anfang einfach so dagestanden haben, dann löst mir das ja relativ wenig die Schwierigkeiten auf. So, habe ich dann alles als Pyramide, aber nicht wirklich als Lösung. Weil die Frage ist, habe ich gewonnen, wenn ich dann gleich unten bin und letztlich alle Steine vom Original entfernt habe? Weil noch ist es auf jeden Fall nicht so einfach hier den, ja, jetzt kommen jetzt schon die komplexeren oder die höherwertigen Steine. Level cleared. Ach ja. Okay, wie auch immer das funktioniert hat. Das heißt anscheinend, genau, also ihr merkt, die Stunde ist um und es gibt jetzt auf jeden Fall noch einen Grund, noch einen Tick weiter zu spielen, weil ich jetzt nämlich noch mal ganz kurz wissen möchte, wie dieses Clearing hier funktioniert haben soll. Weil eigentlich hat es aus meiner Sicht nicht funktioniert, aber wahrscheinlich ist es einfach, ja, dass die Kombination, weil ich hatte ja eine bestimmte Kombinationsform jetzt an der Stelle dann auch bekommen, sozusagen Stufe 4 oder das, was dir danach kommt, und ob das dann sozusagen ausgereicht hat, das Puzzle zu lösen. Oder hat irgendwie nur gezählt, wie viele Elemente dort letztlich ja, aufgelöst wurden und die der Anzahl des Puzzlefeldes entsprochen haben. So, jetzt sind wieder mehr Blätter aufgelöst worden. So, das Blatt wird jetzt auch zur Pyramide. Okay, damit kann ich jetzt gar nichts Brauchbares anfangen. Gut, die Pyramide wird zu diesem Feuerstein. Nur leider kommt das Ding dann natürlich da nicht runter. So, also das müsste vorhin auch entstanden sein. Oder ist da jetzt schon die Nachfolge entstanden gewesen? Naja, ich werde es gleich hoffentlich nochmal wissen. Okay. Cascade Chance One reduced to one piece in infinite moves. Transmutation stops at level 5. Lunar Hunt and Hire disappear automatically. Okay, die lösen sich automatisch auf. Und Elimating down to one piece ends the level immediately. Okay, das heißt, wenn ich es geschafft habe, hier alles auf einem Level oder auf einem Baustein zu verkürzen, dann löst sich das Ganze auf jeden Fall auf. So, und hier kann ich einzelne Items runterladen, sozusagen. Aber aktuell würde ich das jetzt noch nicht machen. Ah ja, genau, und die anderen verschwinden einfach. Aber sie werden mit ins Spiel genommen. So, dann werde ich mir jetzt mal die beiden Teile holen. So, dann kriege ich ein Blatt und eine Pyramide und dann habe ich null, also ein Teil. Okay. Gut, das heißt, das sind sozusagen so einfach eben Rätselgeschichten. Und jetzt gilt es noch,
Pure Vanilla Gameplay. So, was ist hier jetzt sozusagen das Pure an dem Element? So, soweit so klassisch. So, Pyramide. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach nur, ja, bis ich alles sozusagen nach oben kombiniert habe, also beziehungsweise bis das Spielfeld voll ist und dass ich so weit wie möglich komme mit den klassischen Punkten wie gehabt. Müsste auch mal gucken, wie sich die Punkte zusammensetzen, ob die irgendwie wovon die genau eigentlich abhängen. Wie weit die Kombinationen Punkte beitragen, ob das einfach nur die Anzahl letztlich ist. Und so weiter, ja. Sind noch einige Fragezeichen offen. Wobei natürlich die Punktevergabe letztlich dann die Frage ist, wie viel es bringt, das auf bestimmte Punkte zu optimieren. So, jetzt habe ich da natürlich noch die Möglichkeit, eine Pyramide draus zu machen. Also hier drüben meine ich, eine Pyramide hinzusetzen. Okay, das Lila wird dann auch wieder eins weiter. Gut, der Bogen ist jetzt eh durch. So, jetzt will ich eben bloß sehen, was passiert. Genau, okay. Will aber gar kein neues Spiel spielen. Ich will noch wieder zum Start. Und dann das Versus. Gut, kompetitiv und kooperativ. Gut, bis Infinite Games. Gut, dazu bräuchte ich jetzt einen zweiten, habe ich keinen da. Und das letzte ist Abyss. Okay, das heißt, da ist jetzt einfach nur die Farbe vertauscht. Oder funktionieren die Farben dann auch nicht? Doch, funktioniert. Das heißt, ich sehe dann einfach nur stärker, welche von mir reingesetzt wurden und welche letztlich durch die Kombinationen entstanden sind. Aber ich wüsste jetzt noch nicht, welchen Grund das hat. Oder weil in der Tiefsee-Abyss ist alles grau und farbenleer. Zumindest weil es da unten kein Licht gibt. Aber nichtdestotrotz könnte man ja trotzdem... Ah, jetzt bleibt natürlich das Blatt liegen, weil ich das Ding jetzt schon weggenommen habe. So, dann da drüben die Pyramide. Und dann ist es auch schon lila. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu erkennen. Wahrscheinlich ist einfach das die Herausforderung, dass man die Farbkombination einfach an den Formen und nicht an den Farben erkennt. Aber gut, das will ich jetzt auch nicht weiterspielen. Abyss Conviction. So, das war jetzt das Exit Abyss. You must wait until tomorrow to venture into the Abyss again. Ah, okay, das kann man nur einmal am Tag spielen. Sehr interessant. Gut, dann Adventure, Items, Quest. Da ist die Frage, fehlt da noch? Also ist das, wann wird das freigeschaltet? Also ich glaube, da muss ich noch mal eine zweite Folge irgendwann machen. Na gut, also die Spielmodi habe ich jetzt soweit durch. Wann dann sozusagen nach dem Exploren hier irgendwelche weiteren Elemente freigeschaltet werden, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, diese verschiedenen Punkte hier, sozusagen die einzelnen Goals zu erreichen. Also ich frage mich, ob das tatsächlich noch nicht sehr vollständig ist und ob da noch ein bisschen Erweiterungen fehlen. Aber ich werde sicherlich bei Gelegenheit mal wieder reinschauen. Und auf jeden Fall noch ein bisschen das Explore, also noch hier die einzelnen Level, die schon da sind, weiter voranbringen und gucken, wie und wohin ich da komme. Auf jeden Fall genug für heute und probiert es selber gerne mal aus. Es ist auf jeden Fall eine interessante Variation eines Knobelspiels oder eines so vier Kombinationsgames.
Und ich finde es schön, wenn so Themen einfach mal neu gemischt werden und ein bisschen anders aufbereitet werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.